Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu ESO. Weiter geht's. Jetzt müssen wir noch hier den die Großchampion, die Schalger herausfordern. Wir müssen erstmal ein bisschen das Goma haben. Dann schauen wir mal, wo wir das bekommen. Ist eigentlich ja verboten, das Goma, ne? Ein bisschen eine Droge. Der Khajiit, der Katzen. Kennt man ja aus der Elder Scrolls Reich. Es ist ein Vermögen wert. Da 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 da. Ach, das ist noch einer. Zufallstieg. Yeah. Geburtstag. Heiliger Boden, lassen wir es mal. Ja, man kann die Gefährten sammeln auch Level, durch neue Fertigkeiten. Nehmen wir kurz zeigen hier, das ist die Ausrüstung. Kann man auch wechseln. Wenn natürlich wenn das für Gefährten ist, ne, ist klar. So können auch neue Fertigkeiten. Vierten, okay. Heiliger Bogen sind insofern. Okay. Zuweisen, zack. Auch eine Ulti können die haben, wie man sieht. Aber, dauert noch. Wo ist die Ulti da nicht? Doch, da ist eine Ulti dabei, da ist eine Ulti. Aber dauert noch. Rang 20 bei leuchtender Macht. Gerade mal bei 8. Also dauert noch eine ganze Ecke. Also dauert richtig lange. Bei den Gefährten, bis die mal endlich neue Level-Ups bekommen, Fertigkeiten lernen, also Scherze. Dauert richtig, richtig lange. Skoma, wo ist denn Skoma? Da ist Skoma. Da ist er. Hm? Nochmal ein Bücheriger. Oh. Aber kann so gut wie nichts mehr lernen. Aus dem Bücherregal bin schon zu hoch. Zu viel gelernt. So, raus. So, baba. Ich schalge, ich freue dich heraus. Mit Goma-Duell, nein, zu einem Großchampion-Duell. Hier, da ist Goma. Ihr schon wieder. Ihr habt es? Ja. Aber wir haben. Wie können. So. Dann wollen wir mal. Großchampion, ja, mach mal noch einen Platz. Was ist los? Meine Damen und Herren, Freunde und Feinde, wir kommen nun. Ja, komm, beeil dich, wir essen zeitig. Ich soll go. Rendieren hin. Zweifelsohne habt ihr den Namen unserer Herausforderin bereits ehrfürchtig und respektvoll gehört. Die mysteriöse Fremde, Champion aller drei Arena-Sparten, hat eine Herausforderung ausgesprochen zum Duell um den Titel des Champions. Immer stehen. Ich freue mich, mitteilen zu dürfen, dass der amtierende Champion diese Herausforderung angenommen hat. Ohne lange Worte hier, um ihren Titel als Großchampion der Arena von Tisrini zu verteidigen. Bitte begrüß herzlich Ishalga, die Königin der Schmerzen. Eure Glückssträhne ist vorbei. Ishalga wird. Hört ihr die Menge? Sie bejubelt. Lasst diese die Sache ein wenig. Ishalga. Ja, da hat er so, ist auch recht down. Hält auch nicht wirklich viel aus. Ah, da hat schon ein bisschen mehr drauf. Jojo. Ja. Ey, was soll das? Warum hältst du mich fest? Ein bisschen, du bist tot. Oh, ein Schwert. Meine Damen und Herren, wir haben einen neuen Großchampion. Jubelt für die mysteriöse Fremde. Yeah.
folgen wollt, ich werde... So, ja, ich komme sofort. Gefährtmenü. Wie kann ich helfen? Ausrüstung für Sie bekommen. Neues Schwert. Ich meine, wirklich selten die Gegenstände für Gefährten. Alles Mögliche. Oh doch, ein bisschen mehr Schaden. Wirkte Heilung, ja, warum nicht? So. Man findet wirklich selten Gegenstände. Dazu noch, denn auch noch passende ist noch seltener. Also gut, ne? Gibt auch Gegenstände mit kritische Treffer, genau, kritische Treffer, so heißt das. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Filoni. Mysteriöse Fremde, ihr große Klinge von Cisprini. Eine Kämpferin von ja, dauert Ewigkeiten. Ja. Teig, ich hätte nicht gedacht, dass ihr noch mächtiger werden könnt. Ja, da kannst du mal sehen, ne? Sind wir sogar Großchampion der Arena. Ja, mach mal später. So, Egolor in der Arena von Cisprini. Egolor. Lalalalala, ich geh mal da hoch. Hallo, Egolor, wo bist du? Egolor, Egolorchen, huhu. Da ist er, da versteckt er sich. Komm raus. Oh, Leiche. Oh, Fisch, kann man Fisch mitnehmen? Nee, stehlen, Egolor untersuchen? Jawohl. Okay. Also ist einer ist unsamt seines Grabes entzogen worden. Dann schauen wir mal. Lugrun, was hast du zu sagen? Habt ihr die jaulenden Hunde? Ja. Ich kümmere. Ah. Das können die Orks. Ah. Hallo, viele Augen. Du hast viele Augen? Nee, das sind nur zwei. Wollt ihr mit mir? Ja. So aus? Einschüchtern, immer einschüchtern. Ist sehr nützlich. Hat man ja Fertigkeiten der Krieger und der Magiergilde. Kann ich euch nochmal zeigen. Ist sehr, sehr nützlich. Kann ich nur empfehlen. Kriegel, einschüchternde Präsenz und überzeugende Wille. Kann nicht nur empfehlen, das auf alle Fälle immer zu skillen. Dann erspart ihr euch Ärger, Stress und Gold. Könnt ihr nämlich auch bestechen, aber müsst ihr nicht. Sie wollte gerade 347 Gold haben. Warum? Einschüchtern fertig. Hilft meistens immer. Immer so nebenbei. So. Steinfeuerkultisten. Das ist in einer ganzen Ecke entfernt, oder was? Ach, da hinten. Oh. Ja. Nicht motzen, klotzen. Weiter geht's. Da. So. Das ist eine Kornblume. Lassen wir aber jetzt. Weil ich ESO Plus habe, hat man übrigens auch alle DLCs, alle Erweiterungen automatisch freigeschaltet für die Dauer, wie man ESO Plus hat. Wenn man ESO Plus nicht macht, dann sind sie auch weg. Aber trotzdem sehr nützlich. Flasche öffnen. Ach, was interessant. Okay. Palat. Das verrät das, ja, aber später, nicht jetzt. Oh, hallo. Hallo, Kätzchen. Oh. Töten bereitet mir keine Freude, aber ich bin froh, dass... Richtig, so sieht's aus. Schön gesagt, Isabel. Ja, die Sprüche teilweise sind schon echt gut. Echt klasse. Den Gefährten. Ja.
nicht, das ist verkehrt. Ach so, okay. Müssen wir außen rum. Wahrscheinlich außen rumlatschen. Ich weiß nicht, ob es noch eine zweite Tür gibt, weiß ich nicht. Da ist noch ein Mundstein, nehmen wir natürlich mit. Was immer das auch ist. Da kommen wir hoch, ja. Das schaffen wir. Noch einer. Will die von mir. Gibt keine Autogramme. Auch wenn ich Großchampion bin. Immer diese Fans. Mann. So. Ach, noch ein Skorpion. Kleines Skorpionchen. Hallo. Du hast bestimmt Fett, oder? Nee, da nicht? Okay. Da ist Helmut. Hallo Helmut. Hey, lange nicht gesehen. Ach, guck mal an. Deine Fanny ist auch dabei. Der Sprung kommt auch noch. Ey Karl, so ist aber gut, so war nicht du. Oh, und tschüss. Da. Der Lehrling. Okay, ist egal, wir nehmen alle Mundsteine mit. Der Lehrling, der macht Magiekraft. Nö. Das habe ich ja nicht jetzt drauf. Ich habe ja, glaube ich, gewechselt gehabt. Nee, immer nach der Schatten. Ja, egal, werde ich wahrscheinlich wechseln. Ja, mal gucken, weiß ja nicht. Ja, ich habe mal ein bisschen informiert. Gibt da auf YouTube einen, der macht sehr viele Videos über ESO. Auch Bild. In verschiedenen Klassen. Alexos, vielleicht kennt ihr ihn. Der empfiehlt die Liebende. Ist die Durchdringung Rüstungsdurchstoß, genau. Magie und Rüstung. Magiedurchdringung und Rüstungsdurchstoß. So, ganz langsam. Werde ich mal ausprobieren. Ein Mehlsack. Die Salzreissack. Okay. Luftrollenbehälter, was haben wir denn da Schönes? Sucht Sadale außer von Düne. Und alles wieder zurück. Okay. Dann machen wir es mal. Eine Wespe. Wo ist die Fliegenklatsche, wenn man sie mal braucht? Natürlich nicht da. Liegt es schon. So. Hä? Hallo? Die Pfeile von Fliegen landen noch immer. Ach, was schön. Aber erst den Wegschrein mitnehmen. Na komm. Hallo, es riecht nicht Pfeile. Noch. Ach, bin down. Geht aber schnell. Egal. Alles gut, kommt von oben. Auch die Pfeile. So, Mama. Hier. Hier ist der Wegschrein. Irgendwo hier ist der Wegschrein. Wegschrein, da ist er ja. Eine Düne entdeckt. Sehr schön. So, Düne sind wir schon mal. Ja, so heißt der Ort oder der Platz hier. Keine Wanderdüne oder sowas. Ah, da ist er. Sadale. Hallo. Genau, hier ist beim Ring der Königswache. Was heißt denn der für ein Ring? Inventar. Life bringt maximales Leben. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Lies den Zettel, achso, Zettel. Der hier? In der Flasche wohl war, ne? Westgegenstand vielleicht? Ein Tiz aus der Flasche.
Reicht mit dem Spion. Ja, machen wir es mal. Wo ist er denn? Hallo, Spion. Irgendwo da hinten. Ich würde aber sagen, das und noch viel mehr machen wir es in der nächsten Folge von ESO. Bis dahin, schöne Dö.